Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um die perfekte Ecke. Wir machen natürlich gleich einen Test mit einem schönen Platzdeckchen. Und wer noch Dinge beachtet, kann es sogar, wenn man es dreht, als Untersetzer benutzen. Ihr könnt euch selber die Größe wählen, wie ihr dieses Platzdeckchen haben möchtet. Ich habe jetzt gesagt, ich mache es einfach so groß wie meine kleine selbstheilende Schneidematte. Ich habe mir auch eine kleine gekauft und eine große, die schiebe ich auch mal zusammen und die hat jetzt 32 x 47 cm. Und wichtig ist am Rand, dass ihr immer 8 cm dazu nehmt auf jeder Seite. Bei jeder Seite 4 cm sind es. Also eigentlich ganz easy, so groß wie ihr es haben möchtet und 4 cm auf jeder Seite dazu, deswegen sind es die 8. Wir drehen das Ganze auf links, das heißt, die nicht so schöne Seite schaut uns an. Und jetzt werde ich mit einem Trickmarker überall eine Linie machen, die hat einen Abstand von 2 cm zur Außenkante. Man könnte hier auch ein Bügellineal verwenden, ich mache das immer gerne mit dem Trickmarker, das habt ihr schon öfters bei mir gesehen, weil dann kann ich das einfach hochklappen und dann bügele ich das drüber und muss nichts mehr abmessen und das ist eigentlich eine schöne, saubere, einfache Sache. So bügelt ihr einfach alle vier Seiten um. Wenn das oben unten überlappt, das ist total egal, das wird später dann sowieso weggeschnitten. Wichtig ist bloß, dass 1 cm eingefasst wird. Es liegt dann daran, wenn man das dann auch wendet, dass euch hier nichts aufgeht. Ich benutze da gerne immer dieses Klebeband. Auf der Seite habt ihr schon gesehen, es hat einige Fussel, das hält euch lang. Keine Angst, immer das verklebt. Also bei mir verklebt es nie. Ich mache hier einfach die Ecken, dass ich das 0,5 cm abschneide, dann geht hier nichts auf. Wenn ihr das alles 1 cm umgebügelt habt, wie auch immer ihr das macht, dann werden wir 3 cm oben abmessen und einen Strich machen. Es ist sogar gut, wenn ihr euch wirklich einen Trickmarker da anschafft. Wenn nicht, könntet ihr das auch mit Stecknadeln machen, aber Trickmarker ist ganz gut. Auch nochmal 3 cm auf der anderen Seite. Und dann messe ich nochmal 3 cm ab und auf der anderen Seite nochmal 3 cm. Dass ihr quasi ein Viereck habt. Und dann sind 4 gleich große Kästchen mit jeweils 3x3 cm. Weil wenn wir das dann so einfalten und bügeln, dann entsteht euch genau diese Bügelfalte. Und die Technik ist einfach wichtig, dann könnt ihr euch so viele Ecken und Rahmen machen, wie ihr möchtet, auch mit 4, auch mit 8 cm, auch mit 6, egal wie. Ich wollte euch bloß einmal das Prinzip zeigen. Bei den anderen 4 Ecken, das habe ich noch so gemacht, dass ihr das seht, habe ich einfach nur 6 cm genommen, weil ich das vom Bügeln her gebraucht habe. Da habe ich quasi diesen einen Step übersprungen. Bloß, dass ihr mal seht, wenn dann diese Bügelfalten kommen, wie wir dann nähen. Also wir werden einmal jetzt nach oben falten, das war da bei den 6 cm. Dann bügelt ihr dann das gerade, dass eine Bügelfalte entsteht. Auf der anderen Seite macht ihr das genauso. Wir befinden hier uns auf der linken Seite. Ich habe extra ein Motivmaterial genommen, Baumwollstoff, dass ihr das sehen könnt. Immer auf der linken Seite. Und wenn ihr das aufklappt, dann habt ihr quasi hier, was wir uns schon angezeichnet haben, da habt ihr auch diese Bügelfalten. Die brauchen wir dann auch. Und jetzt nehmen wir die Ecke und falten es hoch zum Dreieck. Und da wird auch gebügelt. Weil das ist dann auch die Linie, die wir halt nähen werden. Das zeige ich euch dann auch. Am besten könnt ihr das auch noch mit einem Trickmarker hier nochmal versehen. Zeichnet es hier nochmal nach. Spielt sich immer noch alles auf der linken Seite ab. Wir ziehen es ganz leicht. Und es müssen sich jetzt hier, also man schlägt es eigentlich nur zusammen. Und die Ecke, die wird genau zur Spitze hier gefaltet. Seht ihr hier diese, das muss genau aufeinander liegen. Und die Markierung, die wir uns gerade gesetzt haben, die muss auf der anderen Seite auch sein. Auf der anderen Seite ist sie hier und hier. Und es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt da die Seite näht oder die andere Seite, es wird hier einmal entlang genäht. Das, was wir uns hier markiert haben, das nähen wir einmal entlang.
Mehr ist es überhaupt nicht. Deswegen habe ich euch mal mehr markiert, dass ihr dann auch ein bisschen das seht und die Technik einmal wisst. Weil ich denke, wenn man das einmal raus hat, ist dieses Eckeneinfassen überhaupt nicht schwer. So schaut es aus, eben mit diesen Kästchen. Eben noch der dickere, dass ihr auch sehen müsst, wo ihr nähen müsst. Sind es doch viele Striche. Bei den 6 cm habe ich ja auch nicht diese Kästchen nachgemalt. Da könntet ihr letztendlich nur nach diesen Bügelfalten gehen. Dieser Trickmarker, der hilft euch einfach. Wenn ihr am Rand näht, gerade habt ihr gesehen, da habe ich noch ein Stückchen Stoff davor gesetzt. Nehmt hier auch am besten eine dünnere Nadel, wenn ihr ganz normalen Baumwollstoff habt. Ich habe die dickere drin gelassen, weil ich mit Kork genäht habe. Wir werden dann nochmal mit Kork nähen, eben wegen diesem Platzdeckchen. Ja, sollte man nicht so faul sein, dass man es nicht wechselt. Ich habe es jetzt nicht gewechselt, hat trotzdem gut geklappt. Und wenn ihr das dann wegschneidet, dann stülpt ihr das einmal um, nehmt dann euren tollen Eckenausformer oder euer Essstäbchen oder nicht so spitze Nadel, formt es gut aus und dann wird es gebügelt. Und das wird bei allen 4 Seiten gemacht. Versucht hier wirklich gerade zu arbeiten auch. Diese 6 cm, die wo wir uns angezeichnet haben, die hilft euch auch ganz gut, wenn ihr dann alles zurechtbügelt auch. Die Seiten hier. Geht wirklich super schnell. Jetzt müsstet ihr wirklich auf die ursprünglichen 32 x 47 cm kommen. Komme ich auch hin. Juhuhu, alles richtig gemacht. Für das Inlay brauchen wir abzüglich 2 cm. Das heißt, ihr macht euch nochmal 45 x 30 cm. Einen schönen Korkstoff, einen Wachstuchstoff oder Baumwollstoff, egal was. Bei dem Wachstuch, das kommt nicht oder darf nicht in die Waschmaschine. Das könnt ihr nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Ich werde jetzt da auch nochmal ein hitzbeständiges, nicht Thermolan, einen Ersatz einnähen, weil ich wollte es ja auch für die Töpfe verwenden. Muss ich aber dazu sagen, ist es besser, wenn ihr normalen Kork nehmt. Nicht so dieses Metalloptik, weil das nicht die Hitze so verträgt. Das knirscht auch ein bisschen. Das hat bei Amazon ganz gute Bewertungen gehabt und ich wollte es einfach mal probieren. Ich werde auch noch ein bisschen was nähen mit dem, deswegen Thermolan in versus mit dem. Mal gucken. Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie, dass es jetzt von vornherein schlechter ist wie Thermolan. Aber ja, lass mal dem noch eine Chance, weil da will ich noch den Test machen, was wirklich hitzebeständiger ist. Dürft ihr ruhig auf der linken Seite auch mit Kuli malen. Der lässt sich hervorragend nähen. Das ist 45 x 30 cm. Mit einer normalen Stoffschere oder auch mit so einem Schneideroller geht es prima. Dann eben noch dieses Ersatzthermolan. Sonst habe ich dann halt nicht immer, ne, dieses Thermolan verwendet. Jetzt mal was Neues. Ich bin ja auch offen, was Neues auszuprobieren. Dann könnt ihr es mal einfassen. Jetzt ist die Frage, möchtet ihr noch irgendwas haben, um euer Besteck hier schöner reinzustecken, zu gestalten? Das sieht jetzt schon sehr wunderbar aus. Ist halt die Frage, ob man das möchte oder nicht. Ich habe mir das gewünscht, deswegen habe ich gleich mal einen Teller genommen und ein bisschen rumprobiert. Ich zeichne euch das gern nochmal ab. Ich habe, wie gesagt, einfach ein bisschen rumprobiert. Ne? Habe da geschaut, was könnten ungefähr passen dann auch vom Einnähen her. Habe mir dann aus dem gleichen Stoff eben dann die Vorlage ausgeschnitten. Die Vorlage verlinke ich euch auch, aber nehmt es nicht immer genau die Vorlagen. Schaut es ein bisschen selber kreativ, wie weit ihr das oben haben möchtet ungefähr. Das wird rechts auf rechts gelegt und dann auf der linken Seite zusammengenäht. Sieht dann aus wie so ein kleiner Handschuh. Also die schönen Seiten sind natürlich innen. Dann wende ich das Ganze. Man müsste das auch nur bei der Rundung zusammennähen. Ich habe jetzt ganz unten komplett die Wendeöffnung gelassen, weil wir vernähen das dann auch, wenn wir dann unten die Ränder absteppen. Mein Abstand war jetzt 15 cm von der Oberkante bis zur Ecke, ungefähr 12 cm. Werde ich dann offen lassen und hier unten werde ich dann zunähen, dass oben dann ein Spalt ist. Da könnt ihr dann die Servietten reinstecken oder auch irgendwelche kleinen Nachrichten. So, willkommen zu unserem Dinner. Sowas ist ja auch mal ganz schön, ne? Oder mit Namenskettchen könnte man auch noch verschiedene Folien. Da könnte man noch viel machen oder auch für Getränke jetzt einen runden Kreis, wo man dann
das Glas hinstellt. Die Frage ist halt immer, wie weit man das machen möchte. Ich wollte jetzt nur was haben fürs Besteck. Also nochmal die Abmessung. Das misst jetzt hier 14 cm. Es gibt ja immer die einen oder anderen, die dann sagen, ich habe keinen Drucker. Kannst du das mal kurz nochmal anlegen? Das mache ich gerne. Und 18 cm. Ja, das sollte halt so ein Viertel der Kreis sein. Das wird ganz an der Ecke angenäht. Ich habe jetzt auch den Korkstoff rausgenommen. Nochmal aus dem Rahmen, weil wenn ich das annähe, dann, das könnte ich in einen Aufwasch machen können, aber dann habt ihr hinten halt die Naht. Falls euch das nicht stört, dürft ihr das natürlich machen. Wenn nicht, solltet ihr es rausnehmen und dann nähen wir hier nicht einmal komplett zu, sondern eben erst bei diesen 12 cm. Das setze ich jetzt oben an und es ist trotzdem sehr knappkantig, dadurch, dass es ja gewendet worden ist. Da hätte man ja auch ein Schrägband noch hinmachen können, andere Spielereien. Der Korkstoff lässt sich wunderbar nähen, wenn halt eine Einlage drunter ist. Falls ihr nicht irgendwas mit Thermolan oder Hitzebeständigen machen wollt, nehmt ein H630, das ist auch sehr dick. Hier seht ihr nochmal den Abstand, 0,5 cm ungefähr auf jeder Seite. Das sollte halt nicht am Eck liegen, dass es nicht eine Wölbung gibt. Und jetzt kommt die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei mir und ihr habt ja noch Chance teilzunehmen an der Mega-Verlosung. Da gibt es dann 5 Gewinne. Nochmal ein Tipp, wenn ihr dann rumnäht, falls euch irgendwas einwölbt, wie hier zum Beispiel, nicht einfach drüber nähen, sondern aufmachen unten und ein bisschen ziehen und dann ruhig, dass es ein bisschen länger ist. Weil dadurch, dass sich das deswegen dicker ist, kann schon sein, dass sich das ein bisschen wölbt. Gerade wenn ihr noch nicht so viel genäht habt und die Erfahrung nicht habt, aufmachen die Klammern, runterstreifen, ein bisschen glatt ziehen und ja keine so ja, Überlappungen und so Kanten einnähen, das ist nicht so schön. Nutzt eine stärkere Universalnadel oder so Jeansnadeln für Kork. Es gibt ja nicht direkt, glaube ich, Korknadeln, oder habe ich so noch nicht so gesehen. Und ja, ich habe es jetzt nicht gewechselt, die Nadel beim Baumwollstoff, aber man tut sich halt schwer mit einer dicken Nadel nur mit Baumwollstoff. Ich finde es super schön, mega toll mit diesem tollen Korkstoff, mit dem Metallic. Und wenn ihr es umdreht, wir haben ja diese Art Thermolam dann auch eingenäht. Und dann könnt ihr es wirklich benutzen als so einen großen Topfuntersetzer. Aber irgendwie sind bei mir immer alle Topfuntersetzer weg. Und ja, das hält dann her. Und da könnte ich sogar noch eine Pfanne hier jetzt hinstellen. Ich habe das ja getestet. Ich gebe es nicht ganz auf. Ich weiß nicht genau, ob es besser ist wie Thermolan. Ich habe es dann auch getestet und dann auch gemerkt, mit diesem goldenen Kork würde ich jetzt nicht so empfehlen. Da lieber normalen Kork verwenden, falls ihr das als Untersetzer noch plant oder dann auch direkt Baumwollstoff. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Ich freue mich auf die Mega-Verlosung und hoffe, ihr schaut wieder mal bei mir vorbei. Tschüss!